Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Divinity Original Sin mit mir, Elo und den Wächterstatuen, die mir ein bisschen Angst machen. Seid gegrüßt, ein Blick auf euch genügt, mächtiger Beschützer der Wellen, um eure Bestimmung zu erkennen. Ihr wurdet geschaffen, um durch die Meere zu sprechen. Ihr könnt sprechen? Natürlich, natürlich. Toben Delfine nicht durch die Wellen wie Hasen durchs Feld? Schlendern die Krebse nicht zwischen Meer und Küste hin und her, wie es ihnen beliebt? Und besitze ich nicht die Macht des Wassers, das Wasser des Meeres wie Luft zu atmen? Aber natürlich, ich bin die mächtige Statue der Klippen, verleihe euch die Macht. Umgeht Hoheit der Gezeiten und probiert eure neuen Fähigkeiten aus. Welche? Eine mühsame, ewige, lange Aufgabe. Eine Aufgabe, die eher für einen Hund geeignet wäre. Unsere einzige Pflicht in diesen steinernen Gefängnissen besteht darin, den Eingang zu der Höhle da drüben zu bewachen. Wir müssen verhindern, dass das, was sich da drin befindet, entkommt, bis die gerechte Buße getan ist. Aber wir sehen uns danach, uns wieder frei bewegen zu können. Aber wir sind gefangen, solange unsere bevorzugten Elemente uns nicht befreien. Lebt wohl, Herrscher der Tiefe. Vergesst nicht, eure neue Macht auszuprobieren. Taucht tief, tief, tief und lasst eure Lungen zu Kiemen werden. Ich schwöre euch, dass es funktionieren wird. Also das sind, glaube ich, genau die Elemente, die auch in der einen und in der, also in den zwei Höhlen drin waren. Ich habe nur noch keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich mag das nicht, dass mir hier nicht geholfen wird. So, was sagt denn die Wächterstatue? Ah, in euch brennt das Verlangen, euren Geist zu befreien. So wie in mir das Verlangen brennt, aus dieser Hülle zu entkommen. Eine sprechende Statue? Das ist aber mal ungewöhnlich. So ungewöhnlich, dass wir gleich vier davon hier sind. Aber ich kann nicht nur sprechen. Außerdem kann ich all denen großen Reichtum bescheren, die kühn genug sind, mich anzusprechen. Für euch sehe ich großen Ruhm und große Ehre voraus. Aber zunächst müsst ihr eure Würdigkeit und eure Tapferkeit beweisen, indem ihr euch von all euren weltlichen Besitztümern befreit und brennt sie zur Asche und seht, wie euer Geist neue Bewusstseinsebenen erlangt. Was hält euch davon ab zu fliehen? Ah, ein Fluch! Wir vier, alle mächtige Wesen, sitzen hier fest und müssen den Eingang zur Höhle dort drüben bewachen. Die Höhle bleibt so lange verschlossen, bis wir alle durch unser bevorzugtes Element befreit werden. Und was darin liegt, bleibt ebenso gefangen wie wir. Ich habe gehört, dass ihr habt einen Mann überredet, all seinen Besitz zu verbrennen, sodass er weder Ruhm noch Ehre erlangt hat. Ah, ich halte meine Besucher tatsächlich gerne ein wenig auf Trab. An eurem Fall, gesegneter Geist, bekommt keine Flunkerei über meine Lippen. Reinigt euch mit Feuer und ihr werdet es nicht bereuen. Ihr könnt mir vertrauen. Tada, Reisender, und vergesst nicht, um den wahren Lohn des Lebens zu ernten, müsst ihr alles verbrennen, was ihr besitzt. Würde dieses Gesicht lügen? Hm, tatsächlich schon. Also, der sagt, man kann die mit dem bevorzugten Element befreien. Na, gucken wir mal. Und da passiert tatsächlich nichts, außer dass wir nass werden. So, was hat denn Zorn noch zu sagen? So. Ja. Ich möchte das herausfinden. Seid ihr nicht absolut sicher, es könnte sich für euch als schwierig erweisen, die Zukunft zu kennen. Ist das eine Art Trick? Nein, danke. Vielleicht eine weise Entscheidung. Okay, ja, lasst es uns herausfinden. Ich bin bereit. Werfen wir einen Blick. Der Held hat gesprochen. Oh. Divinity Original Sin. Okay, und ich sehe den Epilog. Also den Abspann. Herrlich. Jetzt kommen hier bestimmt gleich die ganzen Entwickler, oder? Das sag ich ja. Nein, aber ich muss mir das jetzt nicht zu Ende angucken, okay. Okay, alles klar. So, das ist ein ganz normaler Statuenschrein. Also nichts Außergewöhnliches. Okay, sie bewachen die Höhle. Meinen sie damit die Höhle? Oder die Höhle hier hinten? Naja, okay, ich rutsche mal runter an den Strand. Jetzt, wo ich meine glorreiche Zukunft weiß. Die, wenn ich auch noch nicht genau weiß wie, aber müsste irgendwie mich schaffen lassen, dort dieses Spiel zu beenden. Ich bin dann mal diesen toten Mann. Reden wir mit dieser Krabbe. Faszinierend, was? Ein Körper, der an einem verlassenen Strand angespült wird. Wer war er? Was ist ihm zugestanden? War er Freund oder Feind? Euch gehen tausend Fragen durch den Kopf.
Oh, ihr habt wirklich Glück, denn ich erfasse, kapiert die Situation sehr gut. Ha. Erzähl mir von euch. Meine Freunde, wenn ich welche hätte, würden mich Greifer nennen. Wirklich schade, dass es hier nicht viele Freunde gibt. Ich bin nämlich fröhlich, dynamisch und optimistisch. Wenn ihr euch mal unterhalten wollt, ganz egal worüber, dann findet ihr mich an diesem Strand, meinem Zuhause. Der alte Greifer mag nichts lieber als Geschichten, Anekdoten, Ideen und Meinungen austauschen. Okay, was wisst ihr denn über diese Leiche? Was ich weiß, alles. Ich habe es von Anfang an bis Ende beobachtet. Also fragt, stellt eure Fragen. Wer ist es? Seinen Namen kenne ich nicht, aber er war ein sehr erfahrener Perlentaucher. Doch ein paar Perlen pro Tag reichten ihm nicht. Er wollte reich werden. Besser als die anderen Taucher in Zisal. Wie ist es passiert? Oh, ich bin froh, dass ihr fragt, denn jetzt wird's interessant. Er sprach mit diesen Wächterstatuen oben auf der Klippe. Okay, er hat sich ersäuft. Wir erfüllen euch einen Wunsch, sagten sie. Er erwiderte, ich will schwimmen wie ein Fisch. Tada, jetzt könnt ihr unter Wasser atmen, sagten sie. Also tauchte er ab, immer tiefer und tiefer. Ich glaube, die haben ihn reingelegt. Wann ist das passiert? Das weiß ich ganz sicher. Gestern genoss ich gerade die Nachmittagssonne, als ich ein merkwürdiges Geplätscher hörte. Ich sah Richtung Ufer und da war er, der Körper des Perlentauchers. Was wisst ihr über die Wächter? Oh, nicht besonders viel. Die sind viel länger hier als ich. Und wenn ich genau hinhöre, kann ich sie manchmal mit Leuten reden hören. Ich wünschte, sie würden auch mal mit mir sprechen. Wollt ihr schon gehen? Aber ich weiß noch viel mehr. Fragt einfach. Kommt zurück. Ah, es war großartig, euch kennenzulernen. Lasst von euch hören. Ihr seid mein bester Freund. Okay, dann haben wir quasi alles von den Statuen erfahren. Jetzt müssen wir mal umschalten. Das war im Notfall. Könnt ihr euch vorstellen, Leib und Leben für bloßen Reichtum zu riskieren? Was für ein Trottel, warum sollte man den Tod für ein paar Perlen herausfordern? Jede Kaulquappe strebt danach, ein Frosch zu werden. Der Ehrgeiz ist das, was die Welt antreibt. Das ist wahr, wenn er mit seinem Schicksal zufrieden gewesen wäre, würde er jetzt nach Perlen tauchen und nicht zerschmettert am Strand liegen. Okay, beide schüchtern plus eins. Was auch immer schüchtern macht. Und ich wollte mich gar nicht tauchen, ich wollte hier gucken. What is it like to feel? Okay, was auch immer schüchtern macht. So, dann klauen wir mal den Seestern. Ins Wasser können wir, denke ich mal, nicht gehen. Oh, guck mal, klauen wir noch die winzige Perle, die hätte ich fast übersehen. Haben wir die winzige Perle? Nein, kostbar. Jetzt haben wir die winzige Perle. Haben wir jetzt irgendwas, von denen jede behauptete, magische Kräfte zu haben? Ich nochmal. Seems these thugs are angling for a fight. In that case, I'd say we ought to oblige them. Seeküstensträuch. Okay, 5, ja. Das übliche Spinne raus. Spinne voraus. Nehmen wir noch eine zweite dazu. Vielleicht bis jetzt doch da ist eine Armbrust. Halt zu hämmern auf die Spinne, die auch zum Boden geht. Und er macht da mal so AE-Pfeile, ja. Okay, ordentlich. Okay, das ist noch ein Armbrustschütze, also zwei Armbrustschützen wieder. Der jetzt seinen Typen vergiftet hat? Ne. Auch Zeit zu hämmern? Ne, inspiriert. Das wäre echt schön, wenn man die irgendwie. Ah, Wahrscheinlichkeit getroffen zu werden. Mit Steuerung kann man sich hier ein bisschen mehr Sachen oft anzeigen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal näher zu dem jungen Mann ran. Und verpassen ihm gleich mal eine kleine Unfallaktion. Der verbrennt hier, ja. So, sie sind alle inspiriert, so wie es aussieht.
Das heißt aber auch, dass wir jetzt mit der 2 hier relativ coole Sachen machen können, wenn ich den mal einen sehe. So weit entfernt. Brauche 6 Aktionspunkte. Das heißt, bis hier kann ich gehen. Müssen wir da den Bolzen noch ein bisschen rumditschen lassen. Wäre eigentlich eine ganz schöne Verschwendung. Und gehen wir den mal lieber dazu blenden. Ist jetzt da verbrannt, oder? Ja. Okay, der packt seine Armbrust ein. Nee. Seine Aktionspunkte gesichert. Er steht hier leider schon wieder. So, probieren wir mal den runterzuhauen. Hat geklappt. So, dann den anderen Sträucher mal ein bisschen hauen. Okay, da brauche ich die Aktionspunkte nicht mehr. Der ist geblendet, aber der hier ist umgefallen. Das ist viel besser. Weiter hoch, weil wir nämlich sonst immer gegen den Blut vergießen wollten wir nicht. Ich wollte ja eigentlich mal so ein Mitternachtsdreh irgendwo hinmachen. Das ist nämlich auch verlangsamt. Das jetzt auch den direkt verbrennen. Das einzig Blöde daran ist natürlich jetzt, dass die Spinne verlangsamt ist. Sehr gut, und Tristan hat Level Up. Jetzt mal meine Spinne in Ruhe. Mal hier hochlaufen, dass wir uns um den zweiten Wald- und Wiesensträuch kümmern können. Ich bin selber verlangsamt. 59. Sie ist nicht sichtbar. Na, nehmen wir den her. Treffer an den Kopf. Schon so geil alles vorgearbeitet ist. Scheiße. Und okay, Madora ist umgefallen. Nur mit Leben. Warum ist er eigentlich so langsam heute? Ja, gehen wir durchs Feuer durch, ist ja nicht so schlimm. Ja, noch volle Lebenspunkte Spinne. Und dann kesseln wir mal ihn hier ein. Mal ein bisschen näher ran. 84 ist mir eigentlich genug. Und der auch. Nehmen wir den gleich mal nochmal. Ganz ordentlich Schaden da gekriegt haben. Okay, jetzt ist ihm warm, ja. Ja, laufen wir weiter außen rum. So, eine Spinne ist tot.
aber der kommt trotzdem nicht mehr weiter. Yay. So, scharfkantige Zweihandstreitaxt. So, jetzt sind wir jetzt wieder schneller geladen. Mal die ganzen Bilder vielleicht mal weg. Dieses riesige Wagenrad mal weg. Das weg, alles mal. Schlange Keule 34 bis 50. Die holen wir mal hier rüber. Vielleicht ist das ja was. Stab des Pergamon darüber. Hier diese Rüstung mal rüber. Das müssen wir alles mal verkaufen. Zwei Entwürfe darüber. So, jetzt geht's erstmal wieder. Ein Eispfeil, ein Explosionspfeil. Noch so ein Räuberlager irgendwie getroffen. Oder gefunden. Es schadet ja immer nichts, sowas mal auszuräumen. So, was mache ich jetzt hier? Erkundung? Ja, wenn wir mitnehmen, tun wir die. Das steht außer Frage. So, hier kommen wir zu den Statuen, die irgendeine Höhle bewachen, an die ich noch nicht rankomme. Oder die irgendwas anderes ist. Hier sind wir aus der Höhle gekommen. Das heißt, einzigste wäre jetzt noch diese Kiste. In der Kiste waren wir schon, oder? Mal nochmal hier rüber gehen. Meine Porten können wir ja dann von überall. Natürlich, nachdem wir erstmal die Fahrhangpflanze und das Sternenstaubkraut noch eingesammelt haben. Schon praktisch, wenn man sich nicht mehr bücken muss, ne? Um hier diese Kiste anzutargeten. Jetzt hier Truhe leer. Ich dachte, ich hätte irgendwo noch eine gesehen, wo ich nicht rankomme. Aber vielleicht irre ich mich ja auch, aber vielleicht auch nicht. So, mal gucken, ob es da einen Weg hingeht. Gibt. Hier durch das Wasser vielleicht. Das sieht hier natürlich schon ganz schön bedrohlich aus, aber guck mal, irgendwelche Stoffschuhe, okay. Das ist offensichtlich auch nicht das Mega, doch, das ist schon ein schönes blaues Teil, da können wir glatt mal reingucken. Das hier war das, ne? So, Objekt identifiziert. 6, 11 Stärke. Okay, ist auch irgendwie schlechter. Ist auch schlechter als das hier. So, hier haben wir eine schöne Zweihandwaffe. Die macht jetzt 95 bis 151 und die macht. Okay, ist schlechter, aber trotzdem nicht ganz schlecht. Da haben wir nur einen, der viel. 41 bis 60. 35. Wir haben mehr Min, weniger Max schon. So, hier wollte ich auf alle Fälle mal. Wir gucken, dass wir da nämlich noch den ein oder anderen Waffenknecht können wir eigentlich sogar mal kaufen. Das hat mal Dora. Und auch noch ganz viele Waffenknecht-Sachen. Ne, hier war's. So, hier packen wir mal noch einen auf Stärke. Und dann können wir hier noch
Sachen kaufen. Rüstungsexperte ist natürlich echt super. Das hat einen Rüstungswert um 5%. Schildexperte ist nicht schlecht. Körpersteigerung. Ähnlich. Naja. Eigentlich nicht so richtig. Waffenknecht 2. Kann man eigentlich mal in der Stadt einen Haufen coole Sachen kaufen. Okay. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hier abgegrast ist. Dann gehen wir mal nach Hause in den Nordtor. Achso, ich muss ja so komisch außen rumlaufen, um die Wachen hier nicht umzubringen. Das war auch so ein Unsinn. Voll die Typen umgebracht, ja. Hat auf dem Markt. Wenn wir da noch irgendjemanden Geld abluchsen. Naja, nicht Tristan noch. Tristan kann die Sachen eigentlich auch verkaufen. Wie viel hat die noch? 200. Wie läuft der denn überhaupt vor? So, warte mal, wir haben auch noch einen... Red and orange, yellow and green jeans, you are the veggie sergeant, let me see. Das ist grüne hier. Lonesome, spiritless, perhaps wrestling an earth elemental will inject some vim into your intent. So, die hat nur noch 200 Gold. Was hat denn Jerome? Jerome hat vor allen Dingen noch Schatzkarten, ne? Schatzkarte 2, 3, 4... 5, 6. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal noch die 2 und die 3, die 1 haben wir ja schon. So, und dann verkaufen wir Roma noch ein bisschen das hier. Das. So ein Scheiß, den wir nicht mehr brauchen. Das ist schon 1000 noch was. Haben wir noch was? Das hier vielleicht. Logos nutzlos, ein Gold kann weg. Das Zutaten hier, so ein Eimer brauche ich nicht mehr. Das Fertigkeiten können wir eigentlich noch brauchen. Das ist. Erdbasiert. Immer noch ein bisschen Gold hier. So, kaufen wir mal noch ein bisschen mehr von dem Tünnef, den wir nicht mehr brauchen. Und kaufen wir mal die ganzen noch. Eins habe ich ja. Ein Rad. So ein Unsinn. So, 4000, so viel hat er gar nicht, wa? Hm, dann behalten wir mal lieber noch ein, so ein bisschen was wert ist. So was hier. Oder auch nicht. Nehmen wir ihm lieber nicht sein ganzes Gold ab und machen es dafür irgendwie ein faires Geschäft. Ja. Hat noch 16 Gold. So, jetzt haben wir noch die ganzen Schatzkarten hier. My map is slowly filling up with secrets. My map is slowly filling up with secrets. Mal gucken, ob sich das gelohnt hat, Geheimnisse. Kreuz ich aber aus. Manche sagen, ja. Goldhammer. Sheep's cheese. Tomatoes. No one has as many friends as the man with many cheeses. Join the Spud Club if you've got an eye for fine potatoes.
ist ein Geheimnis. Da ist noch ein Geheimnis. Okay, sieht so aus, als hätte ich die eh schon ausgegraben, oder? Na gut, wie auch immer. Das gucken wir uns einfach in der nächsten Folge an. Denn wir sind hier mit der Folge durch. Auf alle Fälle, schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.